Freak Tunnel Games. Ja, und damit herzlich willkommen bei einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Diesmal wieder mit Facecam. Und zwar spielen wir Amnesia Rebirth. Das ist der dritte Teil der Amnesia-Reihe. Und ich bin gespannt, was uns erwartet. Vielleicht Horror-Schocker? Jumpscares? Keine Jumpscares? Auf jeden Fall wird es bestimmt wieder beklemmend, so wie bei den letzten Teilen. Ja, und ich bin gespannt, was uns hier erwartet. Also, seid auch gespannt. Und viel Spaß beim Zusehen. Ich werde mich hoffentlich nicht so oft erschrecken, aber ich kenne mich. Ich erschrecke mich bestimmt sehr oft. Und ja, würde sagen, wir legen einfach mal los. Na dann, auf geht's. Zu gewinnen ist nicht das Ziel in diesem Spiel. Vertiefe dich in die Welt und die Geschichte. Angst und Dunkelheit sind deine Feinde. Oh mein Gott. Auf was lasse ich mich da ein? There is a moment when you realize what the pain has made of you. In hiding, curled in on yourself, unable to show the world your face, acting on instinct, lashing out, even at those closest to you. Time has passed, and time is a thief. It has stolen your memories. The agony has faded, but so has every precious moment of joy. You have been hollowed out from the inside, and there's nothing left of the person you used to be. But you try. You try to remember how to smile. You try to remember how to love. And one day you crawl out from your hiding place and step back into the world. And then, every day, you do what you must to survive. Not there won't make it go away. Salim, it's just turbulence. It'll settle down soon. Yes, yes, I know. It's hard though. You know, your head tells you one thing, but your heart disagrees. Try to sleep. I couldn't. I keep imagining what might go wrong. I know someone who can help you. And who's that? Marka. Oh, I had no idea you brought him. I didn't want him to be lonely. I know, my heart. It's good for him to have an adventure, but he'll be glad when this journey's over, I think. He's had a hard life. And there's so much more to come. Alex? Sherry, him. Oh. Yasmin, get up here! Hello. Hello. Algiers. Can anyone read me? Stay with me, baby!
Don't forget. Don't lose it. No. No, come on. Need to find him. He must understand. Don't forget. It's her. It's all because of her. Focus! I am Tessie. I am still Tessie. Verwende die Maus und WASD, um nicht die Kontrolle zu verlieren. Ja, okay, das werden wir jetzt auch gleich tun. Wo muss ich denn hin? Ich versuche mal weiter zu krabbeln. Oh, was ist das? Mal schauen, was das ist. Laudanum. I have laudanum. It will help, but you must try to keep calm, or it will get worse. Do not allow yourself anger. Do not allow yourself to fear. You understand me, Tassi? Okay, wir trinken das. Where are they all? Where's Salim? So. Bewege die Maus, um dich umzusehen. Ja, und damit herzlich willkommen nochmal bei Amnesia Rebirth. Oder Amnesia. Ich bewege hier die Maus, um mich umzusehen. Das mache ich auch, ne? Was haben wir denn hier? Ein Journal oder irgendwas? Aufgaben, Erinnerungen. So, was haben wir denn hier? Was steht denn da? I have to remember. She will die. Find Salim. Okay. Wir sollen Salim finden. Wer sind wir jetzt genau? Sind wir jetzt Tessie? Gucken wir nochmal kurz rein. Was haben wir denn hier? Erinnerungen. So. Laudanum, das ist wahrscheinlich dieses Zeug, das uns, ja, sag mal, nicht verrückt werden lässt auf die Zeit. Denke ich mal. Ich glaube ja. Wir haben Erinnerungslücken, so wie das aussieht. Alles hier etwas verschwommen. Ja. Alles verschwommen. Ich glaube, die Erinnerung, die müssen wir so nach und nach wieder erlangen. Wer weiß, wer weiß. Ich hoffe, man hört mich gut. So, zurück, zurück, zurück. Klick mal komplett zurück. Okay, das war das Erste, was wir gesehen haben. Und jetzt hier. Salim Hanashi. Dritte Wache. Anastasi Tessie Trianon. Technische Zeichnerin. Okay, das werden wahrscheinlich wir sein. Das Mikro ein bisschen runter. So. Aufgaben. Text an, aus. E. Darf nicht vergessen, sie wird sterben. Finde Salim. Okay, das werden wir tun. So, geht die Kamera nach ein bisschen? Ich hoffe nicht. So, okay. My handwriting. I don't remember. So. Also ich werde hier auch nur ein paar Minuten jetzt erstmal machen. Für die Leute auf YouTube, es geht auch gleich weiter. Also ich schneide das dann zusammen. Also ich werde jetzt erstmal so ein paar Minuten noch hier so ein bisschen rumlaufen. Einfach um zu testen, ob es passt. Das ist meine erste 4K-Aufnahme. Ob das auch so passt, auch mit der Facecam, ob die soweit ganz okay ist. Und ja, wer weiß, ob ich mich jetzt schon erschrecke. That's the doctor. I'm here. Ja, ich glaube. Crew of the Cassandra,
hear me? Ja, wir hören. Ich denke, wir sollten das Funkgerät beantworten. Mrs. Ritter. Ja. Mrs. Ritter. Oh, was ist das? Drücke Tab, um dein Inventar zu öffnen. Machen wir. Was haben wir denn hier bekommen? Cockpit-Türgriff. Der Griff der Tür zum Cockpit der Cassandra. Okay, die Cassandra wird wahrscheinlich das Flugzeug sein. Hervorholen. Ah, okay. Alles klar. Ah, mal kurz die Steuerung noch ein bisschen lernen. Ich denke, das kriegen wir so nach und nach mit. Und was haben wir denn hier? Inventar öffnen, was? Wir haben Hilfe gefunden, was? Und wir antworten mal, würde ich sagen. Hallo. Hallo. This is Tessie. Can anyone hear me? Useless. Useless. Cassandra, this is Anton Mitchell. Please say something. Können wir hier was machen mit den Hebeln? Hebel mal hoch und runter, geht nichts. Auch nichts. I will try again later. Was? Ich muss die Batterie schonen, sagt er. Ah, okay. So, was haben wir denn hier? Können wir denn hier nochmal zurück ins Flugzeug? Oh, was haben wir denn hier? Ja. Flughafen Mason Blanche. Flugplan. Passagiere 12, Besatzung 2. Flugzeug Cassandra im Besitz von Sterling. Transport London, Großbritannien. Modell Douglas DC-3. Rufzeichen Cassandra. Pilot Nicholas Mason. Oder Mason? Ich glaube Mason. Mason? Wer weiß. Flugzeit und Datum 3. März 1937, 8.30 Uhr. Flugstrecke Chaos. Französisch, Sudan über Insala, Algerien. Geschätzte Flugzeit, erste Etappe 1,5 Stunden, zweite Etappe 7 Stunden. Text dann aus. Ich möchte den Text aber behalten. Ich finde den nicht schlecht. Mausrad drehen und jetzt? Was? Ah, ich kann. Ah, okay. Kann ich das Ding hier umdrehen? Okay. Drücke Tab um. Ja, das weiß ich ja. Ja. Alles klar, lassen wir hier. Brauchen wir nicht. In Ordnung. I can't stay in here. Ja. It's just going to get hotter. Was? Es wird wärmer. Oh, was haben wir hier? Komm hier raus. Was ist das? Das ist ein Fallschirm. Soll das sein? Ah, ich kann auf. Ah, auf. Auf Steuerung kann ich mich hinlegen. Okay, was haben wir denn hier? Oh. It's so hot in here. So take off all your clothes. Ja. So, was haben wir hier? Oha. Nichts, nur Kisten. Kisten und Tassen, die man hier rumschmeißen kann. Ich kann kaum atmen. I'm going to roast. Mich würde mal interessieren, ob ich jetzt hier schon sterben kann. Oder ob sie das jetzt die ganze Zeit sagt. Ah, okay. Ein bisschen. Okay, wir können also wieder alles Mögliche ankrabbeln. Ja, wir gehen sofort raus, würde ich sagen. Das tut hier, glaube ich, nicht gut auf Dauer. Zack. Zack. Geht nix. Okay. Ich glaube, das kann ich hier nur rum. Nee, geht nix. Okay, dann holen wir mal unseren Türgriff raus. Was haben wir denn hier? Aufgaben, Notizen. Ah, das haben wir ja schon. Gut, einen Augenblick, ich bin gleich wieder da. I've got to get outside. Ja, hallo, da bin ich übrigens wieder. Ja, also wie gesagt, hier Tab, wir haben jetzt hier unseren Cockpit-Türgriff. Den würde ich mal nehmen. Hier Erinnerungen, Notizen, alles klar, das haben wir ja wie gesagt gesehen. Die Cassandra. Okay, wir kriegen hier alles nochmal aufgelistet, was wir hier so an Notizen finden. Das ist ganz gut, da können wir uns nochmal ein bisschen einen Überblick verschaffen. Gegenstände, alles klar. Wir holen mal den Türgriff jetzt hervor und entkommen mal hier, denke ich mal, dem Flugzeug. Ich bin mir noch unschlüssig, ob ich die Facecam da lasse oder direkt auf dem Spielbildschirm stelle. Nur so zur Info. So, was haben wir denn hier? Oh, ich kann hier... Bewege die Maus im Kreis, während du am Rad hältst, um es zu drehen. Was? Ja.
Ich glaube, das bringt mir hier jetzt momentan noch gar nichts. Wir gehen mal raus. Interagiere mit Türen oder Behältern und bewege dann die Maus, um sie zu öffnen. Ich probiere. Okay. Oh, Mother Mary. Oh, Mutter Gottes. Alles klar. Wir sind in der Wüste abgestürzt, so wie es aussieht. Oh. No! For God's sake, help me! I remember. People were hurt in the crash. I was here. I think. Where did they go? Where's Salim? Yeah. It's all right, my friend. We'll get you up. Wir holen dich da raus. Ja. Schön. Was haben wir denn noch hier? Leon, Jonathan, give us a hand here. Okay, so langsam kommen auch ein paar Erinnerungen zurück. Je nachdem, wo wir hier hinlaufen. In my case, left side, bandages, quickly. Was ist das, was das so macht? Oh, wir haben einen Schatten. I'm going to fry out here. Was? Dich direkt im Sonnenlicht aussetzen ist keine gute Idee. Bleibe lieber im Schatten. Ach. No, Rachel. Ist es diesmal umgekehrt? Weil ich muss gestehen, jetzt ich spiele jetzt am nächsten Jahr Rebirth. Ich habe den zweiten Teil Machine for Pigs nicht gespielt. Und im ersten war es halt direkt alles immer im Dunkeln. Und jetzt sind wir hier im Sonnenlicht. Und jetzt haben wir im Prinzip im Sonnenlicht Probleme. Wegen wahrscheinlich der Hitze, könnte ich mir denken. Und das hat denselben Effekt wie damals im Dunkeln. Wobei die Geschichte eine ganz andere ist natürlich. Also ich würde es mal interessieren, was das jetzt hier alles bewirkt. Ich bin jetzt hier im direkten Sonnenlicht. Passiert mir jetzt hier irgendwas? Ich laufe mal hier in der Gegend rum. Das Problem ist, da ja hier alles hell ist, habe ich nicht das Gefühl, dass ich mich hier irgendwie erschrecken könnte. Aber ich will jetzt hier keine Vermutungen anstellen oder mich in trügerischer Sicherheit wiegen. Hier müssen wir wahrscheinlich rum, weil hier liegen noch irgendwelche Gepäckstücke rum. Ich will mich aber hier an der Absturzstelle nochmal umsehen. Und was ist hier mit diesem... Ich muss ja weg. Find some proper shelter. Braucht man Unterschied für mich. Werde ich gestört. Ja, ist eine gute Idee. Ich versuch's auch. Aber ich möchte hier mal an den Rand gehen und gucken, ob man hier irgendwas findet. Also wenn ich hier hochgehe, man hat es ja schon flimmern gesehen. Oh. Ja, jetzt bin ich hier runtergerutscht. Macht ja auch Sinn, weil, ist so gut wie ein, Kartenrand, so wie es aussieht. So, was haben wir denn hier? Eine Felsspalte, die keine Funktion hat. Okay. Alles klar. Okay, jetzt sehen wir hier nochmal. Ja, ich kann hier nicht länger bleiben. It's too hot. Unklar schon wieder. Können wir hier irgendwas machen mit der Vegetation? Nee. Oh, Rucki Rucki. Passiert? Nichts. Hier nochmal an den Gerätschaften hier vorbeischauen, ob es hier irgendwas gibt. Nö. Also ich muss hier weg. Wir werden hier jetzt weggehen. Ich will hier nur noch mal gucken. Ich weiß, ich bin jetzt hier einmal komplett im Kreis gerannt. Ich versuche
so viel wie möglich Dinge zu finden. Zettel, Hinweise, wie auch immer. Ich kann natürlich nicht versprechen, ob ich alles finde. Ja, rumrennen in der Hitze ist halt auch immer so eine Sache. Ja. Where did the others go? Machen wir. Wo sind die anderen hin? Ich weiß es nicht. Bauen wir uns. Wait, thank you. But we've no choice. We need to get them to shelter. I know. It's Selim. He's hurt. You know what he's like. Let's get him down there, then you and I can sit on him while the doc takes a look. Don't worry. The caves aren't far. Okay. Caves. Höhlen. Und diese Erinnerungsfetzen, die ich jetzt hier bekomme, sind die von jemand anderem oder sind es meine? Ich habe gerade keine Ahnung. Drücke und halte Shift, während du dich bewegst, um zu laufen. Ja. Okay. Machen wir. Ich könnte mir denken, wir müssen darüber, aber ich gehe jetzt halt erstmal darunter. Ob das eine gute Idee ist, weiß ich nicht. Okay, was haben wir denn hier? Gar nichts. Einfach nur Felsen. Und was... Was knistert denn hier so? Hört ihr das auch? Also ich höre das. Was soll das darstellen? Was soll das sein? Was soll das darstellen? Flimmer, flimmer, knister, knister. Ich weiß es nicht. So, wir gehen einfach mal weiter. So, was steht denn da drauf? Cat. Tongues. Was? Katzenzungen. Da gibt's doch Schokolade. Das ist doch auch Katzenzungen. Ist das hier Schokolade oder was soll das hier sein? Was ist jetzt passiert? Hä? Hä? Okay. So, wann kommt der nächste Erinnerungsfetzen? Oh. Hier. Nette Texturen. Ah, die Sonne blendet. Oh, ein Skorpion. Ja, was haben wir denn hier? Was? Kens Fruit? Keine Ahnung. Hier flimmert's und flimmert's und flimmert's. Es flimmert, flimmert, flimmert. Das sieht irgendwie bedrohlich aus. Bleib mal im Schatten. Mal gucken, was passiert im Schatten. Nix wahrscheinlich. Ah, dieses Knistern hat aufgehört. Ich glaube, das ist sowas wie meine... Wie soll man das sagen? Sanity? Also mein geistiger Zustand. Wenn ich in der Sonne bin, durch diese heiße Hitze... heiße Hitze. Durch diese Hitze in der Wüste wird mein Verstand gegrillt sozusagen. Okay. Weiß nicht, was das zu heißen hat. Kann ich denn hier hoch? Was ist denn hier oben? Selim! Ah! Selim, are you there? Ah, jetzt sind wir ja hochgegangen. Wir sind jetzt im Prinzip von da hinten gekommen. Boah, das stelle ich mir halt aber auch heftig vor. Allein in der Wüste und dann finde mal einen Weg zurück irgendwo hin, wo Leute sind. So, ich glaube, wir gehen mal hier weiter vor. Da, wo es flimmert.
Hier ist... Ah, hier sind Höhlen. Oh nein. Okay, ich glaube, ich habe mich zu früh gefreut. Jetzt müssen wir in Höhlen rein. Was heißt denn das wohl, in die Höhlen reingehen? Was haben wir denn hier? Was sind das für Zeichen? But it's good, isn't it? People have been here. So, we'll be shot with salt. Instead of dying of thirst, I get it. Leon. What? No point getting your hopes up. We're in this shit. Was? Wir stecken in der Scheiße. Was redet er? Leon? Wer ist Leon? Oh. Oh, there is a cave. Oh, da ist a cave. Oh, thank God. Bestimmt mit bösen Monstern drin, wo ich gar nicht will. So, was haben wir hier? Was ist denn das hier? Eine Dearest Postkarte. Susan. Dearest Alfie. The stories don't do this place justice. It is amazing. You've never seen anywhere as busy as the market in Algiers. The smells, the flavors, the colors, and oh, the noise. I may have picked you both up a little something. You never know your luck. All my love, always. Dad. Schön. Hat ein... War das ein... eine Familie geschrieben? Okay. Camels in the Desert. Okay. Was hier? Leere Kanister, leere Fässer. Was ist das? Nee. Ich möchte das drehen. Was ist denn das? Ich geh doch hier drauf. Was soll das hier sein? Ich konnte es nicht lesen. Ah! Hilfe, Hilfe! Ja, genau. Schokolade? Super, in der heißen Sonne hier. Bin natürlich schon gut verlaufen, könnte ich mir denken. Hm, schön. So, ich glaube, hier gibt es nichts mehr. Dann gehen wir mal in die Höhle rein, würde ich sagen. Oh, Tazi, look at the hands. Such tiny, perfect fingers. Hello. Hello, my little one. So, wir haben eine Taste gedrückt zum Fortfahren. Jetzt schauen wir mal, wo wir denn hier hinkommen. Okay. Habe ich... It's alright. I can manage. Come on. Not far now. Habe ich mich Hello? Wohl... Is anyone there? Habe ich mich Salim? Wohl... Ja, Salim. Salim wird wahrscheinlich nicht da sein. Oder Leon? Habe ich mich wahrscheinlich geirrt? Vielleicht kommen wir doch noch an dunkle Stellen. Ja, ja. Wir werden es noch rausfinden. So. Oh, ruckel, ruckel. Die Aufnahme zieht ein bisschen nach, kann das sein? Ich hoffe nicht. Hold him more tightly, or the stitching will tear. I'm sorry. I will be still. Salim, I have you. I have you. Okay, es scheint, als wäre er hier verarztet worden. Der Salim. Hier ist die Schere noch, da ist das Kissen, wo er den Kopf... Ja, alles klar, das ist also die Operationsstelle. Kann man das so sagen? Was ist denn das hier? Tücher? Okay, hier erste Hilfe. So, was haben wir denn hier? This is us. Salim and me. I brought this here. Ah. Salim Hanachi. Hanachi oder Hanachi? Ich bin mir nicht sicher. Tessie Trainen, August 33. Liebe kennt kein Gesetz. Okay. What is it? I had something to say to you. A whole speech, something poetic, but. You don't need to say anything. I know, it's just. I never thought this would happen. Any of this, you and me, I would never have imagined. Salim, there is no one I would rather spend my time with. Really? Really?
Stop worrying. I'm in love with you, you idiot. You are my heart, Desi Trianon. I said no poetry. Aha. In Ordnung. So, was haben wir denn hier? Hä? Laudanum. Können wir das einpacken? Ach, das ist leer. Deswegen geht's nicht. Hm. Schade, schade, schade. Was haben wir denn da? Also in dem Topf hier ist auch nichts drin. Was haben wir denn hier hinten? Oh, da geht's weiter. Und da geht's weiter. Wo gehen wir als erstes hin? Ich glaube hier hinten erstmal. So. Was haben wir denn da? Projekt Yakasan Sanulama. Sadiola. Kunde Bergbauunternehmen Triple Crown. Zeichnerin Anastasi Trianon. Oder Trianon. Ingenieur Jonathan Weber. Datum März 1937. Okay, das haben wir gezeichnet. Was auch immer das ist, ist das. Was sind wir eigentlich? Sind wir irgendwelche Archäologen oder was machen wir jetzt genau hier? Gut, ja, ich weiß, wir sind hier abgestürzt, aber was war unsere Aufgabe ursprünglich? So, was haben wir denn hier? Streichholz zum Anzünden. Okay, das heißt, wir haben nicht nur ein Problem in der Hitze, wir haben auch ein Problem mit der Dunkelheit, wie gehabt, wie man es kennt von Amnesia. Ich sage jetzt Amnesia. Ich weiß, Amnesia sagen es andere. Ich sage jetzt halt mal Amnesia. Ich hoffe, das ist okay. So, wir haben hier ein Bild mit diversen Leuten und einer feiernden Gesellschaft. So, Alex and Richard, Oktober 36. Ich finde, ihr solltet das haben. Es ist ein wirklich gutes Foto von euch. G. So. Ich glaube, damit sind die Jungs hier im, rechts gemeint, an der Säule. Okay. Und wir konnten es gerade dem Dialog entnehmen, es ist irgendwas hier in den Tunneln. Und ich denke, wir werden es irgendwann noch herausfinden, was es ist. Was ist das? Zack, zack, zack. Ja, je nachdem, was für ein Erinnerungsfetzen kommt, wie lange der geht, ich werde nicht immer die Facecam jetzt an- und ausmachen, weil das. Sonst bin ich nur noch mit Hin- und Herschalten beschäftigt. schauen wir uns mal langsam weiter hier um. Okay, hier liegen noch mehrere Dinge rum. Was haben wir denn hier? Oh. Ein Bild von, was, wer? Yasmin Shabani. Okay. Ausweis Nummer 9. Sterling Shipping Company. Sterling Transportausweis. Datum 12. Januar 37, gekennzeichnet, gegengezeichnet von A. M. Sterling. What a beautiful girl. Is that your daughter? Yes. My father keeps nagging me for grandchildren. Did you leave her in Paris? Yes. Is she with her grand... Yasmin, I'd like to check the Sadiola samples are packed up. Give me a hand. Of course, Mr. Mitchell. Sorry, Hank. So, okay. Ja, das haben wir weiter. Das haben wir gelesen. Da sind noch mehr Tücher. Da ist noch ein Zettel, noch ein Brief, so wie es aussieht. Ah, my darling Amanda, by now you'll know about the crash. And you'll know that our situation is a bit sticky. We're off for a walk through the desert to see if we can find a radio or a village or some other sort of help. Everyone's putting a brave face on it. But no one really knows what's going to happen. So maybe this is it. Maybe this is the last you'll hear. If it is,
I'm sorry, my love. I suppose it's my fault for wanting a big adventure. I should have stayed home after all. Please tell them both that I love them. Tell Susan that she's the best girl in the world. And tell Alfie to look after his sister. Now I'm sitting here with tears in my eyes and my hands are trembling and I just don't know what to write. I don't know how to say goodbye. I can't believe this is goodbye. I love you, my darling girl. I know in my heart we'll see each other again. Even if it's not in this life. You're Jonathan. Ja, der Jonathan hat erst nicht gepackt. Oh, was stand denn da oben nochmal? An Amanda Webber. Brackenhill Road, London. Alles klar. Ja. Okay, hier sehen wir auch noch lauter Fußspuren. Das sind aber nicht unsere. Können wir das hier aufmachen? Ja, das können wir aufmachen. Oh, was haben wir denn hier Schönes drin? Was ist denn das hier? Ein Auto, ein Spielzeugauto. Können wir das hier irgendwie drehen? Nee. Es ist durch den Boden gefallen. Treibsand wahrscheinlich. So, was haben wir hier? Eine Puppe. Haben wir hier noch Hemden. Schöne Hemden noch zusammengelegt. Nichts passiert. Okay, ich glaube, wir haben hier... Ja, die Koffer sind auf. Die haben wir hier alle durchsucht. Ich könnte jetzt hier anzünden, aber das finde ich jetzt momentan noch etwas sinnlos, weil wir sehen noch relativ gut. Hier sind immer noch überall solche Lichtstrahlen. So, wo müssen wir denn eigentlich hin? Da drüben waren wir, genau. Hier ist dieser Operationsplatz. Da pfeift irgendwas. Ich hab's genau gehört, da ist was. So, was haben wir hier noch? So, James Henry Mitchell, Expeditionsleiter. Rachel Holt, Mr. Mitchells Assistentin. Alexander Melville Sterling, Sponsor der Expedition. Richard Fairchild, Mr. Sterlings Assistent. Dr. Bergman, technische Zeichnerin. Oh ja, da stehen wir, technische Zeichnerin. Was steht im Moment? Where did they all go? Die sind durchgestrichen. Ich kann das jetzt aber gerade nicht weg. Text an, aus. Ich mach mal hier E. Die sind hier durchgestrichen. Pilot durchgestrichen und Mr. Mitchells Assistentin Rachel Holt ist durchgestrichen. Haben die es nicht geschafft? Hm. Sieht mir aus wie so eine Passagierliste. Die durchgestrichenen haben sie es nicht geschafft wahrscheinlich. Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ja, also bevor ich hier nächstes Mal anfange und nicht mehr weiß, was ich hier gemacht habe, ich weiß nicht, wann ich das nächste Mal aufnehmen kann. Ich wollte jetzt hier nur kurz eine Testaufnahme machen. Also okay, es scheint jetzt die erste Folge geworden zu sein. Ist doch auch gut. Ich schau mal, ob man speichern kann. Speichern und beenden. Ich weiß da nicht, wo ich wieder starte, wenn ich das nächste Mal hier wieder mich einlogge, beziehungsweise das Spiel starte. Ich würde einfach mal sagen, wir sehen uns bei der nächsten Aufnahme und danke fürs Zusehen und ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge auch wieder dabei, bei Amnesia Rebirth. Würde mich freuen und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Auf Wiedersehen, tschüss!